Schüler. Wiedersehen. Und schön ordentlich machen. Da. Hallo. Damit wird's richtig geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du dafür gelohnt? Ein Geheimnis. All inclusive, weißt du? Scheiße, wie hättest du das sein können? So. Hallo, Frau Köhler. Hallo, Kai. Hallo, Sven. Also, du fahrt vorsichtig, ne? Ja. Du fängst ja früh an. Hallo, Mama. Ja, wir lassen es euch krachen. Wir gehen ins Blue Moon. Jetzt mal wieder feiern. Ins Blue Moon? Ja? Ja, aber dann übertreib's nicht, ja? Da sind sehr viele Leute, die uns kennen. Die Tasche passt total gut zu dir. Da habe ich mich total drüber gefreut. Mensch, ohne dich hätte ich doch nie so ein super Abitur. Ach, Fliesenleger bist du jetzt auch? Wer ist das? Weiß ich nicht. Köhler? Was soll denn das? Ich hab gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Sind sie verrückt? Nur wenn sie hier nochmal anrufen, wenn sie es wagen, dann kriegen sie richtig Ärger, ja? Hallo? Wer war denn das? Ein Werbeanruf. Ein Nummer 30. Barbara, Essen ist in 5 Minuten fertig. Oma, wir haben dir doch gesagt, du sollst nicht... Lass mal, ich mach das schon. Lass mich dir wenigstens helfen. Ist nicht nötig, Jens, danke. Na, hattest du einen harten Tag? Was ist das denn hier? Australien. Hat Papa mitgebracht. Er meinte, ich soll vor dem Studium erstmal die Welt entdecken. So ein Unsinn. Im Oktober fängt deine Business School an. Da musst du dich ranhalten. Den letzten beißen die Hunde. Warte, der Junge hat doch jetzt gerade sein Abitur bestanden. Jetzt lass ihn doch erstmal durchatmen. Durchatmen. Dein Großvater hat recht. Du bist früh dran mit dem Abitur, aber dein Vorsprung ist weg, wenn du das nächste Jahr vertrödelst. Das dachte ich, hatten wir geklärt. Jetzt stresst euch doch nicht so. Ich meine, Australien kann ja auch warten. In spätestens 2 Jahren habe ich meinen Bachelor und dann mache ich sofort Master. Zu klein? Für mich nur Salat, bitte. Ich muss gleich noch mal weg nach Mainz. Ein Großkunde hat zu einem Geschäftsessen eingeladen. Konnte ich nicht absagen. Was ist denn heute los mit dir? Also, du bist jetzt quasi jeden Abend weg, ja? Von nichts kommt nichts, Simon. Ja, Prost, ne? Wann kommst du wieder? Es kann spät werden. Eventuell übernachte ich bei Carla in Mainz. Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Hast nicht noch was mit einem tieferen Ausschnitt? Spinnst du jetzt? Ich mach mich ein bisschen hübsch, und? Alles für einen Großkunden, ja? Das Auge isst mit, sagt man ja so. Spannt euch doch mal, es ist ja nicht auszuhalten. Du hast dich aber schick gemacht. Schick? Ich bin rattenscharf. Das stimmt. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß, aber übertreib's nicht. Ja, ja.
Warten Sie auf jemanden? Dann machen Sie bitte die Vorfahrt frei. Wenn man keinen jüngeren, gut aussehenden Bruder hat, dann hat er das Ufer gewechselt. Ja, da bin ich mir sicher. Das ist ja Ihr Geld. Ein Espresso bitte. Darf ich? Mhm. Danke. Ich weiß genau, wie die jetzt schmeckt. Danke, das war mal. Darf ich raten? Sie sind nur eine Nacht in der Stadt. Sie haben den ganzen Tag eine Besprechung nach der anderen und nirgendwo durfte geraucht werden. Und auf die haben Sie sich den ganzen Tag gefreut. Wie verrückt. Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Nein, danke. Ich muss leider noch in meinem Zimmer arbeiten. Schade. Ja. Aber ein andermal vielleicht? Ich breche das jetzt ab hier. Es besteht kein Zweifel. Ich komme vorbei mit der Rechnung. Ja. Ja. Darf ich mal zahlen? Okay, stimmt so. Moment, bitte. Nein, nein, nein. Grand Hotel Frankfurt. Natula, bist du jetzt Hoteldetektiv? Kaminski. Was machst du denn hier? Du, das ist reiner Zufall. Ich habe hier einen Freund getroffen, der hier wohnt. Du sag mal, ach so, und ich finde rein zufällig, finde ich die Visitenkarte von Dr. Lessing in der Handtasche von der Toten. Ist ein Ding, ne? Vielleicht ist eine Mandantin von ihm. Frag ihn doch. Das ist eine gute Idee, du, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Sag mal, immer wenn du in der Nähe von der Leiche auftauchst, dann riecht's nach Ärger. Du, ich schwöre dir, ich habe die Frau noch nie gesehen. Aber wenn ich euch irgendwie helfen kann? Mach dich vom Acker.
Marv. Morgen. Jetzt sehr gut geschlafen? Ja, gut. Und du? Ja. Morgen. Ich habe sie gleich erkannt. Sie war gestern hier und wollte einen Termin bei Ihnen. Möglichst sofort. Sie waren bei Gericht. Ich wollte sie für heute dazwischen schieben. Hat sie gesagt, um was es ging? Nee, die war ziemlich durch den Wind. Ich glaube, sie hat für irgendwas Angst gehabt. Ihren Namen wollte sie nicht nennen. Sie heißt Barbara Köhler und wohnte in Frankfurt. Wie, woher wissen Sie das? Von Josef. Er war wieder mal zur falschen Zeit am rechten Ort. Vielleicht könnte sie noch leben, wenn sie mit mir geredet hätte. Wir müssen jetzt fahren. Beeilen wir uns. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Markus Lessing. Tag. Sind Sie Herr Köhler? Ja, meine Frau ist ermordet worden. Ich muss zur Polizei. Jens, komm. Ich weiß, Herr Köhler, es tut mir sehr leid. Hören Sie... Ich kann nicht. Fahren Sie bitte weiter, wir müssen da durch. Herr Köhler? Kaminski, ich nehme Sie fest wegen des dringenden Verdachts, Ihre Frau ermordet zu haben. Steigen Sie bitte aus. Reden Sie doch richtig? Das ist doch totaler Bullshit. Junge, mach dich nicht unglücklich. Dr. Lessing? Sind Sie der Anwalt der Familie? Nein, aber seine Frau hatte einen Termin in meiner Kanzlei vereinbart. Ich habe es gerade erst erfahren. Kann der Jens mitkommen? Nein, aber wenn Sie einen Anwalt brauchen, dann nehmen Sie doch den hier. Was ist passiert? Die haben Papa verhaftet. Die sagen, er hätte Mama umgebracht. Tun Sie doch irgendwas. Mein Vater ist unschuldig. So einfach ist es nicht. Ich habe kein Mandat. Meine Mutter hatte doch einen Termin bei Ihnen. Also sind wir schon halb Ihr Anwalt. Darum sind Sie doch auch hier, oder? Ihr Sohn hat mich verpflichtet. Aber Sie können sich natürlich auch einen anderen Anwalt suchen. Und wie sieht es aus für mich? Das werden wir gleich sehen. Herr Köhler, wenn Sie einverstanden sind, müssten Sie mir bitte hier diese Vollmacht unterschreiben. Aha. Dann kann ich Ihr Mandat übernehmen. So, ich darf Ihnen den zuständigen Staatsanwalt für Ihren Fall vorstellen, Herr Wiese. Danke. Was soll das Ganze? Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie mit mir vorhaben. Auf was gründet sich denn die Festnahme meines Mandanten? Herr Kaminski. Die Leiche wurde um 22.17 Uhr entdeckt. Für den Mord gibt es ein Zeitfenster von einer knappen Stunde. Wieso? Weil Frau Köhler um 21.17 Uhr die Hotelbar verließ. Wie haben Sie Frau Köhler denn identifiziert? Das Auto stand vor dem Hotel heute Morgen. Der Portier hat uns informiert. Der Schlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Und ich vermute, dass Sie ihn dort hingelegt haben, richtig? Ihre Festnahme gründet also auf Vermutungen. Dr. Lessing soll mich besser kennen. Hm? Zeig ihm mal was. Die Hotel-Tiefgarage wird mit Video überwacht. 21.15 Uhr. Ist das Ihr Auto, Herr Köhler? Also ja. Hätten wir es auch geklärt. So, 2 Minuten vergehen. Und in dieser Zeit fassen wir einen folgenschweren Entschluss, richtig? Jetzt, eine halbe Stunde später. Tja, also für mich ist das ein klarer Fall. Für mich auch. Am Nachmittag habe ich einen Fahrgast zum Hotel gefahren und er hat mich gefragt, ob ich ihn um 8:45 in der Tiefgarage abholen kann. Als ich da war, habe ich dann gewartet und als er nicht kam, bin ich hochgegangen in die Lobby. Da war er aber auch nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Hm. Haben Sie eine halbe Stunde gewartet, ne? Sagen Sie mal, für wie bescheuert halten Sie uns eigentlich? Aber genau so ist es gewesen. Ja, nee, ist klar. Mich würde mal interessieren, was überhaupt das Motiv gewesen sein soll. Frau Köhler hatte beim Zimmerservice eine Flasche Champagner bestellt. 2 Gläser. Sie war vermutlich mit ihrem Liebhaber verabredet. Oh. Was haben Sie gestern erst herausgefunden?
Oder wie lange haben Sie davon gewusst? Herr Köhler, antworten Sie darauf nicht. Sie waren wütend, voller Hass. Das hat Sie verrückt gemacht. Und gestern dann hat sie ihre Strafe gekriegt. Das ist absoluter Quatsch. Jetzt fangen Sie doch endlich an zu reden. Wer soll eigentlich dieser ominöse Liebhaber gewesen sein? Den finden wir schon. Und haben Sie Zeugen, die Herrn Köhler auf dem Hotelflur oder in dem Zimmer von Frau Köhler gesehen haben? Gemach, Alice, gemach. Haben Sie Fingerspuren auf der Tatwaffe? Ich stelle fest, Sie haben überhaupt nichts. Also ich muss sagen, ich sehe dem Termin beim Haftrichter mit Gelassenheit entgegen. Ja, ich auch. Herr Köhler, bleibt erstmal in Gewahrsam. Ich würde gerne mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen. Ja, selbstverständlich, kein Problem. Ach, und grüßen Sie Herrn Matula recht herzlich von mir. Hm? Ja? Was soll denn das Ganze? Die haben doch gar keine Beweise. Vergessen Sie mal, was ich dem Staatsanwalt gesagt habe. Die Geschichte mit dem Video ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn die jetzt noch jemanden finden, der sie auf dem Hotelflur gesehen hat, dann... Ach, Sie glauben mir auch nicht. Was ich glaube, Herr Köhler, spielt keine Rolle. Ich will Sie hier rausbekommen. Aber ich möchte mir auch unliebsame Überraschungen ersparen. Könnte es denn möglich sein, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte? Ihre Frau hatte heute bei mir einen Termin. Wissen Sie, worum es dabei ging? Nee, keine Ahnung. Es muss sehr wichtig gewesen sein. Meine Sekretärin sagte, sie war sehr aufgeregt. Wissen Sie, wir hätten morgen Hochzeitstag gehabt. Sieht nicht gut aus für deinen Mandanten. Aber wenn es diesen Fahrgast gibt, dann finde ich ihn. Geschäftsmann, Anfang 50, dunkle Haare. Ist doch keine Beschreibung, ist eine Katastrophe. Aber mehr gibt's nicht. Na, dann wird es auch schwer. Ich weiß ja noch nicht mal, ob dieser ominöse Kunde Hotelgast war. Erzähl mir nichts von Problemen, komm mir lieber mit Lösung. Der Ehering lag im Handschuhfach Ihres Autos. Ich nehme mal an, dass der Mann, mit dem Sie im Hotel verabredet waren, nicht wissen sollte, dass sie verheiratet war. Also vielleicht doch ein Liebhaber. Der könnte auch der Täter gewesen sein. Was war sie denn vom Beruf? Investmentbankerin. Und er fährt Taxi? Vorgesehen. Und vor einem Jahr musste ich dann Insolvenz anmelden, da konnte ich nichts machen. Und seitdem fahren Sie Taxi? Muss ja arbeiten, geht ja nicht anders. Ich wäre mir nicht so schade gewesen, hätte auch irgendwo geputzt. War das ein Problem für Ihre Frau? Ja. Der soziale Abstieg, ja. Und für meinen Vater die Firma, war ja sein Ein und Alles. Und seitdem konnte ich ihm nichts mehr recht machen. Jetzt geht es um Sie. Und um Ihren Sohn. Hallo Jens. Wollen Sie Ihren Vater besuchen? Ja, wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Aber Sie brauchen dafür eine Erlaubnis. Ich kann das für Sie erledigen, aber jetzt kommen Sie nicht rein. Dr. Lessing, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit? Ich brauche jemanden zum Reden. Natürlich. Kommen Sie mit, steigen Sie ein, ich fahre Sie nach Hause.
Aufwachen, ich bin's. Ruhig, Brauner. Ich war noch gar nicht im Bett. Lock dich mal ins Buchungsprogramm vom Grand Hotel ein. Ich muss wissen, wann genau und unter welchem Namen eine Frau gestern eingecheckt hat. Zimmer 700. Gib mir eine Stunde, okay? Die Polizei hat ja alles auf den Kopf gestellt. Beschissene Liebesbriefe haben die gesucht. Die glauben, meine Mutter hätte einen Liebhaber gehabt. Glauben Sie das auch? Meine Aufgabe ist es, nach Beweisen für die Unschuld Ihres Vaters zu suchen. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, dass Ihre Mutter ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte, von dem Ihr Vater aber nichts wusste. Das würde ihn entlasten. Sie hat sich in letzter Zeit ein bisschen mehr geschminkt als früher. Aber den Grund dafür kennen Sie nicht. Ihre Eltern hätten morgen Hochzeitstag gehabt. War da was geplant? Er hat einen Tisch bestellt. Nur für Sie und ihn in dem Lokal, wo Sie sich damals kennengelernt haben. Ich fand das ziemlich romantisch. Na bitte. Ihr war wichtig, dass ich mit den richtigen Jungs befreundet bin. Einmal waren wir in der Disco und dann haben meine Freunde bei der Taxizentrale angerufen und meinen Vater bestellt. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Wir waren beim Arzt und... Hallo. Ich war so ein Arschloch. Ich glaube, Ihr Vater ist stolz auf Sie. Na, man kann der Junge sicher was drauf einbilden. Ich muss los. Da ist eine Stelle auf dem Bau frei. Auf dem Bau? Jens! Du bist ein Köhler. Willst du enden wie dein Vater? Du hast doch überhaupt nichts gerafft. Papa hat doch hier den ganzen Laden zusammengehalten. Und dann hat er deine Mutter umgebracht! Jens! Sagen dürfen, schon gar nicht vor dem Jungen. Ich sage nur die Wahrheit. Und ich brauche frische Luft. Gestern war doch angeblich dein Pokerabend. Was soll das heißen? Tja, Karl-Heinz hat dir angerufen und hat nach dir gefragt. Er wollte mit dir ein Bier trinken. Weil der Pokerabend ausgefallen war! Vorsicht! Wo hast du den her? Glaub mir, das willst du gar nicht wissen. Aber er gehört deinem Mandanten. Verdammt. Es kommt noch schlimmer. Ich habe mich mal schlau gemacht, wann genau unter welchem Namen sie eingeschickt hat. Und? Um 22.33 Uhr auf den Namen A. Müller aus Berlin. Sekunde mal, ihre Leiche wurde um 22.16 Uhr gefunden. Und Tote können nicht einschicken. Verstehst du das? Sie war eine Prostituierte. Wie bitte? Das ist ganz normal in Luxushotels. Irgendeiner vom Personal steckt mit den Damen unter einer Decke, besorgt denen leerstehendes Zimmer und kassiert den Zimmerpreis als Provision. Aber dazu bräuchte es dann jemand mit Generalchipkarte. Ja, zum Beispiel der Concierge, der den Check-in gemacht hat. Nachträglich. Entschuldigen Sie. Lorenz, mein Name. Ich möchte zu Frau Köhler. Herr Kleinbord, der Herr fragt nach Frau Köhler. Guten Tag, Kleinbord. Das ist in Ordnung. Wollen wir kurz in mein Büro? Auch nicht. Kommen Sie. Bitte. Danke. Herr Lorenz, worum geht es denn genau? Ich habe vor einiger Zeit Frau Köhler kennengelernt. Privat. Eine sehr sympathische Frau.
Ja, und ich habe ein bisschen was zum Anlegen. Und da meinte sie, ich solle doch mal vorbeikommen. Ah ja. Ist sie nicht da? Frau Köhler ist bereits seit einem halben Jahr nicht mehr bei uns beschäftigt. Oh. Ja, Umstrukturierung war sicher nicht einfach für sie. Sie war eine sehr ehrgeizige Frau. Ich nehme doch an, sie lebt noch. Natürlich. Ich gehe davon aus. Entschuldigung, Herr Kleinmuth, haben Sie eine Minute? Aber für Sie doch immer. Moment. Entschuldigen Sie, wir haben heute Großkampftag. Aber was Ihre Geldanlage betrifft, bringe ich Sie natürlich sehr gerne mit einem unserer Investmentberater zusammen. Ach, wissen Sie was? Ich werde noch mal eine Nacht drüber schlafen. Man soll ja nichts übers Knie brechen. Ja, natürlich. Ich komme dann noch mal wieder. Wiedersehen, Herr Kleinbach. Auf Wiedersehen, Herr Lorenz. Sie hätten mir sagen sollen, dass Ihre Frau bei der Bank entlassen worden ist. Wer hat das gesagt? Vor einem halben Jahr schon. Das kann nicht sein. Doch. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein. Da hat doch jeden Monat Geld gefehlt. Nee, hat nicht. Sie ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Herr Köhler, Sie besitzen einen schwarzen Siegelring? Ja. Warum? Ein kleiner Splitter davon ist abgesprungen und ist am Tatort gefunden worden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nee. Ich trage den nie. So ein Familienerbstück. Und mein Vater. Also, mein Vater ist vielleicht ein schwieriger Mensch, ja. Doch. Aber... Nee. Was kann ich für Sie tun? Schneider, ich hätte gern ein Zimmer für eine Nacht. Hm? Sie haben mich reserviert? Meine Sekretärin hat es verschlampt. Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie sind ausgebucht, schmeiße ich Sie raus. Das wird nicht nötig sein. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Ich habe Leuten gehört, Sie haben hier ein kleines Entspannungsprogramm. Mir ist nach netter Gesellschaft. Zimmer 575 wäre wohl das Richtige für Sie. Sie haben die 573. Ist ein Hotel der kleinen Wege. Wie man sieht. Hallo. Ich habe das Zimmer nebenan. Ich bin Marielle. Komm doch rein. Du riechst gut. Wasser und Seife. Entspann dich einfach und sag mir, womit ich dich glücklich machen kann. Mit Informationen über Barbara. Wer sind Sie? Ich bin Herr Schneider. Und Sie? Frau Müller-Meyer-Schulze? Einen Moment. Frau Korpion. Danke. Wo können wir uns ungestört unterhalten? Wer war der Kunde, mit dem Barbara verabredet war? Das weiß ich nicht. Wirklich nicht. Die Frauen arbeiten auf eigene Rechnung, von mir kriegen sie das Zimmer und der Rest ist mir egal. Ich war die ganze Zeit an der Rezeption. Der Kollege hat mir von der Leiche erzählt und dann habe ich Babette, Barbara, gleich eingecheckt. Erzählen Sie das nicht mir, erzählen Sie das der Polizei. Bitte, kann es unter uns bleiben? Wenn Sie die ganze Zeit an der Rezeption waren, erinnern Sie sich an einen Taxifahrer, der einen Fahrgast gesucht hat?
der hier? Hm, nicht bei mir. Dann machen Sie sich mal bei Ihren Kollegen schlau. Mach ich. Ich werde Sie bei Gelegenheit vielleicht um einen Gefallen bitten. Danke. Ich hätte mir ja einiges vorstellen können, aber Prostituierte ist mir nicht in den Kopf gekommen. Die Frage ist, hat Ihr Mann davon gewusst? Als ich ihn auf die Entlassung seiner Frau angesprochen habe, war er total überrascht. Das hat er auch nicht gespielt. Außerdem wäre morgen ihr Hochzeitstag gewesen und da hat er sich extra was Romantisches einfallen lassen. Was sagt er zu dem Siegel hin? Dass er ihn ewig nicht getragen hat. Altes Familienerbstück vom Vater. Was weißt du über den, über den Vater? Naja, der ist wohl so ein alter Patriarch. In Köllers geht der Dampfer unter und er dirigiert noch die Kapelle. Ich hab da was aufgeschnappt. Der Alte war gestern Abend unterwegs und keiner weiß wo. Vielleicht hat er herausgefunden, womit seine Schwiegertochter ihr Geld verdient. Das hätte ihn sicher schwer getroffen, so standesbewusst wie der ist. Klaut den Ring, deponiert den Splitter am Tatort und legt das Schmuckstück wieder zurück. Keine große Sache. Ich frage mich überhaupt, wie sie das organisiert hat. Hatte sie einen Zuhälter oder hat sie annonciert? Ihr ist nichts aufgefallen. Kein bisschen. Als sie gesagt hat, vielleicht ein andermal, da hatte sie diesen besonderen Blick. Da habe ich so gedacht, holla, da geht doch was. Tja. Schöne Frauen sind eben deine Achillesferse. Passiert mir nie wieder. Trink mir jetzt einen Whisky oder nicht? Ich dachte, du fragst nie danach. Bitte zwei Single Malt. Ohne Eis. Ja, gerne. Barbaras ehemaliger Chef, dieser Kleinbord. Er hat das Leichenfoto in der Zeitung ganz genau gesehen, aber mir gegenüber hat er so getan, als hätte er keine Ahnung. Und er kennt auch das Hotel, er hatte von da so ein Streichungsbriefchen. Du meinst, der war einer ihrer Freier? Lass mich mal machen. Sehr zum Wohle. Danke. Dankeschön. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihre Frau als Prostituierte gearbeitet hat. In dem Hotel, in dem sie ermordet wurde. Wahrscheinlich war sie verzweifelt. Sie hatten Insolvenz angemeldet, ihr wurde der Job gekündigt. Vielleicht hat sie keinen anderen Ausweg gesehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, oder? Herr Köhler, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Staatsanwaltschaft dahinter kommt. Und die werden behaupten, Sie hätten davon gewusst. Und ich weiß nicht, wie ich es entkräften soll. Mir geht's gar nicht so gut. Ich rufe einen Arzt. Ja, mein Geschwister ist gleich vorbei. Sind Sie sicher? Ja, ja. Diesen Fahrgast hat niemand gesehen. Ich versuche ja alles, aber alles spricht gegen Sie. Noch erwischt. Was gibt's? Marielle. Hat sich mit zwei anderen Frauen getroffen. Vermutlich auch Prostituierte. Guck doch mal, ob eine davon schon mal gesehen hast. Hier drüben. Vielleicht eine ehemalige Mandantin von dir. Das würde die Visitenkarte erklären. Nein. Die auch nicht. Moment mal, die kommt mir bekannt vor. Das war, wie hieß denn die? Freitag, ne? Fröhlich. Caroline Fröhlich. Mhm. Immobilienmaklerin. Das muss 3 oder 4 Jahre her sein. Die hat Schrottimmobilien verkauft, hat ihre Lizenz verloren. Hab sie verteidigt, aber verloren. Hat ja wohl ziemlich schnell einen neuen Job gefunden. Wer ist Barbara Köhler?
Schauen Sie, es wird einen Prozess geben und spätestens dann wird zur Sprache kommen, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat. Genau wie Sie. Jetzt kann ich Sie vielleicht noch raushalten, aber nur, wenn Sie offen mit mir reden. Barbara und ich waren Freundinnen. Vor einem halben Jahr ist sie zu mir gekommen und hat sich ausgeweint. Weil sie entlassen worden war? Ja. Wegen irgendeiner unschönen Sache, sie wollte nicht drüber reden. Sie hatte sich schon bei zig anderen Banken beworben. Investmentbanker gibt's wie Sand am Meer. Sie war total fertig. Sie wollte den Lebensstandard ihrer Familie aufrechterhalten. Und da haben Sie ihr ein Geschäftsmodell vorgeschlagen? Ja. Okay, Barbara ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Gerade sie, immer überkorrekt. Und ihre feine Familie erst. Aber dann hat sie nachgedacht. Alles ganz seriös. Zimmer in einem Luxushotel, gepflegte Kundschaft und Top-Verdienst. Zwei Tage später hat sie mich angerufen. Hat sie vorgestern Abend einen Kunden gehabt? Ja. Sie ist übers Internet gebucht worden. Wir annoncieren dort. Aber dann wissen Sie doch, wer der Kunde war. Nein, das lief anonym. Ich brauche die E-Mail. Hören Sie mal. Wir haben nur so lange ein Geschäft, wie wir diskret sind. Feilschen Sie nicht mit mir. Es geht hier nicht um Immobilien. Sie haben mir doch eine Visitenkarte von mir gegeben. Da muss doch ein Grund vorgelegen haben. Ja. Es gab da einen speziellen Kunden. Barbara hat gesagt, dass er schon immer scharf auf sie war. Einen, den sie schon von früher kannte? Ja. Ein Absacker in der Hotelbar mit einem Geschäftsfreund, so hat er es rausgefunden. Aber er hatte gewisse Vorlieben. Sie wollte das nicht mehr. Sie hat sich von ihm bedroht gefühlt. Da habe ich ihr geraten, sich an sie zu wenden. Hat sie seinen Namen genannt? Nee. Sie hat nur erwähnt, dass er verheiratet ist. Kann ich rauchen, bitte? Ja. Für drei Tage? Ja. Moment. Marion, übernimmst du mal? Kennen Sie den Mann? Nie gesehen. Und was mit dem? Mhm. Warten Sie. Worauf? Den auf dem Handy, den kenne ich. Das ist Max Kleinwort, ein Banker. Der ist manchmal hier mit Geschäftsfreunden. Hat Barbara mal mit ihm gesprochen? Mhm. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vorgestern Nachmittag, so gegen sechs. Sie wollte gerade gehen, er hat in der Lobby auf sie gewartet. Sie hat ihm eine Riesenszene gemacht, hat ihn angebrüllt, er soll sie in Ruhe lassen. Ich bin dazwischen. Ich hatte Schiss, die Kollegen kriegen was mit. Und dann? Hat sie ihn stehen lassen und ist raus. Und er? Hat den Schwanz eingekniffen und ist abgedackelt. Wir haben noch gesehen, dass er nach seinem Handy gegriffen hat. Er hat wohl jemanden angerufen. Mehr weiß ich nicht. Was für eine Überraschung. Bernd, Herr Kleinwort. Herr Lorenz. Haben Sie was dagegen? Nein, bitte, bitte. Guten Abend. Auch ein Pilz. Muss aber keine 7 Minuten dauern. Das ist ja echt ein Zufall. Tja. Ihre Stammkneipe? Ja, kann man so sagen. Ich bin ja gerade zufällig hier. Ich bin ja Versicherungsvertreter. Und da hab ich plötzlich einen Brand gekriegt. Ja, das kenn ich. Sie auch die Zeitung lesen? Barbara Köhler. Ja. Mir ist fast das Frühstück aus dem Gesicht gefallen. Gestern haben wir noch über Sie gesprochen. In der Bank gibt's kein anderes Thema. Kann ich mir denken, furchtbar. Ah, das zischt. Warum ist sie damals auch entlassen worden? Ja, Umstrukturierung. Ah ja, sagten Sie ja schon richtig. Pardon, ich muss mal dringend für kleine Königstiger. Ja. Thank you.
Was denn jetzt schon? Ich sitze hier gerade gemütlich mit einem Bekannten zusammen. Na gut, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Frauen. Man darf sie nicht töten, man kann aber auch nicht mit ihnen leben. War nett, mit ihnen zu plaudern. Ja. Und wegen der Geldanlage komme ich noch mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Darf ich mal zahlen? Ich übernehme das. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Machst du mir noch eins? Gerne. Total beschissen. Der Dr. Lessing, der bringt mich raus, ganz bestimmt. Warte mal. Also, ich muss dir was von Mama erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, die Mama, die hat nicht mehr in ihrer Bank gearbeitet. Die haben die da rausgeschmissen. Entschuldigung, wir sind mitten im Gespräch. Seien Sie bitte so nett und lassen mich mit Ihrem Vater rein. Dr. Lessing, was soll denn das? Ich muss mit ihm reden und es wäre nicht gut, wenn Sie dabei sind. Was? Kleinwort hat sie angerufen. 3 Stunden vor dem Mord und 1 Stunde danach. Er hat ihnen gesteckt, dass ihre Frau als Prostituierte gearbeitet hat. Und darum sind sie ins Hotel gefahren. Sie haben mich angelogen. Und Sie müssen sich einen verflucht guten Grund ausdenken, damit ich dieses Mandat nicht niederlege. Ich warte, Herr Köhler. Was er mir gesagt hat, das habe ich ohnehin schon geahnt. Wie bitte? Ja, ich habe das gespürt. Unsere Ehe, die gab es sowieso nicht mehr. Es gab nur noch mein Bild davon, von etwas Heilem. Ich habe so an dem Bild gehangen, wissen Sie. Als dann dieser Anruf kam, war dann plötzlich alles anders. Da habe ich gedacht, so, jetzt hat dieses Bild aber endgültig einen Sprung bekommen. Und jetzt will ich dann auch sehen, wie das Ganze zerbricht. Und dann bin ich hier hinterhergefahren. Ich war dann wie in einem Rausch. Und dann war ich in einem Hotel. Habe ich mich nicht getraut, nach ihrer Zimmernummer zu fragen. Und was war dann? Das ist alles, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ist das die Wahrheit? Ja. Und warum, verdammt nochmal, haben Sie das nicht früher erzählt? Weil ich dann doch erst recht wie der Täter ausgesehen hätte. Aber dies eine Mal, da hätte ich mich doch trauen sollen. Wenn ich mich da getraut hätte, dann wäre sie... Ich wäre manchmal so gerne stärker. Was ist das denn? Ich habe mir die E-Mail angesehen, die du mir geschickt hast. Du weißt schon, die von Caroline Fröhlich. Die Buchung für die Köhler kam aus einem Internetcafé. Die Rechnerplätze haben alle Webcams. Und deswegen habe ich mir einen Link gelegt. Guck mal. Wie, das heißt, wir können jetzt den Freier sehen? Den leider nicht mehr. Die Aufnahmen werden nur 24 Stunden lang gespeichert. Aber möglicherweise ist er der Stammgast. Und vielleicht ist er mir schon mal irgendwie untergekommen.
Ich sehe mir die Bilder jeden Tag im Schnelldurchgang an. Manchmal kriege ich richtig Angst vor dir. Ich gehöre doch zu den Guten. Sag mal, hat die Fröhlich eigentlich erwähnt, warum die Köhler entlassen wurde? Sie hat von irgendeiner unschönen Sache gesprochen. Aber mehr hat ihr die Barbara wohl nicht sagen wollen. Ach. Mir hat Kleinbord was von Umstrukturierung erzählt. Guten Morgen, Herr Kleinbord. Ach, Herr Lorenz, das ist jetzt aber gerade ganz schlecht. Meine Frau holt mich ab. Vielleicht morgen früh, 11 Uhr. Sieht nett aus, Ihre Frau. Dankeschön. Was sagt sie eigentlich dazu, dass Sie mit Noten verkehren? Wer sind Sie? Jemand, der Ihnen eine Menge Ärger machen kann. Wenn Sie mich erpressen wollen, rufe ich die Polizei. Ich will antworten. Und damit wir uns verstehen. Ich kann jederzeit zu Ihrer Frau gehen und ihr alles erzählen. Vielleicht denken Sie ja, die glaubt mir nicht. Aber dem Concierge im Hotel, dem wird sie ganz bestimmt glauben. Denken Sie, ich hätte Barbara Köhler ermordet? Aber nein. Dann hätten Sie kaum Ihren Mann angerufen. Warum wurde sie entlassen? Kommen Sie mir jetzt nicht mit Umstrukturierung, dann stehe ich auf und bin weg. Sie hat Kunden riskante Geldanlagen auf dem indischen Markt empfohlen. Es gab Totalverluste. Ups. Mein Haus hat kein Interesse, das publik zu machen. Ich will eine Liste der Anleger. Sofort. Habe ich mich unklar ausgedrückt? Ich bin's, halt dich fest. Guten Tag, Herr Köhler. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich habe es nicht eingerichtet. Ihre Sekretärin hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Bitte. Danke. Wollen Sie sich nicht setzen? Ich stehe lieber. Wie Sie möchten. Ihre Schwiegertochter hatte Geld für Sie angelegt. Wie viel haben Sie verloren? So viel? Ich bin immer ein konservativer Mensch gewesen. Auch bei der Geldanlage. Barbara hat mich zu dem Fonds überredet. 60% Rendite, hat sie gesagt. Garantiert. Wann haben Sie erfahren, dass Barbara bei der Bank entlassen worden war? Als der Depotauszug kam, habe ich gleich dort angerufen. Mein ganzes Erspartes war weg. Fassungslos war ich. So eine war sie also. Eine von denen, über die man in der Zeitung liest. Die eigene Familie abgezockt. Sie haben sie doch sicher zur Rede gestellt. Sie hat mir geschworen, alles zurückzuzahlen. Jeden Cent. Ich musste ihr nur versprechen, Simon nichts von der Entlassung zu erzählen. Sie haben ihre Schwiegertochter in die Prostitution gehen lassen. Ich wollte nicht wissen, was sie dafür tun musste. Das kommt aufs Gleiche raus. Es war mein Geld! Es stand mir zu! Einmal habe ich sie abends in der Stadt gesehen. Aufgetakelt mit einem fremden Mann. Und sie hat mich auch gesehen. Ich habe mich weggedreht. Wir haben nie darüber gesprochen. Mir scheint, Sie haben nie über etwas gesprochen. Also alles wieder auf Anfang. Von Jens. Na und? Was ist im Hotel passiert? Vielleicht war sie ja schon immer scharf auf seine schöne Mutter. Und dann hast du spitz gekriegt, dass sie eine Prostituierte ist. Sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen? Bist du durchgedreht? Was? Stimmt das? Es war ein Geschenk für Jens zum Abi. Wir haben zusammengelegt, wir dachten, er freut sich. Dann war das Foto in der Zeitung. Scheiße, wir haben noch keine Ahnung gehabt. Entspann dich.
weiß es. Sie wollten, dass ich die Wahrheit herausfinde. Deswegen haben Sie mich engagiert. Vielleicht nicht bewusst, aber ganz tief drinnen wollten Sie es. Jens, jetzt seien Sie vernünftig. Hören Sie mir zu. Junge, mach keinen Scheiß! Jens, komm da bitte runter! Eine Überraschung. Ein Geschenk. Es ist so schön, dass du da bist. Das ist dein erstes Mal? Meine Mutter. Spann dich. Mach dich gemütlich. Leg die Füße hoch, ich werde dich verbrennen. Halt dich fest! Ich kann nicht mehr. Doch, du kannst. Du bist das Einzige, was dein Vater noch hat. Pass auf, ich komme dir jetzt entgegen. Ich kann mich nicht mehr halten. Komm her. Aussehenden Bruder hat, dann hat er das Ufer gewechselt. Ja, da bin ich mir sicher. Das ist ja Ihr Geld. Ein Espresso, bitte. Darf ich? Mhm. Danke. Ich weiß genau, wie die jetzt schmeckt. Danke, das war mal. Darf ich raten? Sie sind nur eine Nacht in der Stadt. Sie haben den ganzen Tag eine Besprechung nach der anderen und nirgendwo durfte geraucht werden. Und auf die haben Sie sich den ganzen Tag gefreut. Wie verrückt. Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Nein, danke. Ich muss leider noch in meinem Zimmer arbeiten. Schade. Ja. Aber ein andermal vielleicht? Ich breche das jetzt ab hier. Es besteht kein Zweifel. Ich komme vorbei mit der Rechnung. Ja. Ja. Darf ich mal zahlen? Okay.
Okay, stimmt so. Es handelt sich um einen Moment, bitte. Nein, nein, nein. Grand Hotel Frankfurt. Natula, bist du jetzt Hoteldetektiv? Kaminski. Was machst du denn hier? Du, das ist reiner Zufall. Ich habe hier einen Freund getroffen, der hier wohnt. Du sag mal, ach so, und ich finde rein zufällig, finde ich die Visitenkarte von Dr. Lessing in der Handtasche von der Toten. Ist ein Ding, ne? Vielleicht ist eine Mandantin von ihm. Frag ihn doch. Das ist eine gute Idee, du, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Immer wenn du in der Nähe von der Leiche auftauchst, dann riecht's nach Hager. Du, ich schwöre dir, ich habe die Frau noch nie gesehen. Aber wenn ich euch irgendwie helfen kann? Mach dich vom Acker. Sehr gut geschlafen? Ja, gut. Und du? Ja. Morgen. Ich habe sie gleich erkannt. Sie war gestern hier und wollte einen Termin bei Ihnen. Möglichst sofort. Sie waren bei Gericht? Ich wollte sie für heute dazwischen schieben. Hat sie gesagt, um was das ging? Nee, die war ziemlich durch den Wind. Ich glaube, sie hat für irgendwas Angst gehabt. Ihren Namen wollte sie nicht nennen. Sie heißt Barbara Köhler und wohnte in Frankfurt. Wie, woher wissen Sie das? Von Josef. Er war wieder mal zur falschen Zeit am rechten Ort. Vielleicht könnte sie noch leben, wenn sie mit mir geredet hätte. Rechtsanwalt Markus Lessing. Tag. Sind Sie Herr Köhler? Ja, meine Frau ist ermordet worden. Ich muss zur Polizei. Jens, komm. Ich weiß, Herr Köhler. Es tut mir sehr leid. Hören Sie. Ich kann nicht. Fahren Sie bitte weiter, wir müssen da durch. Herr Köhler? Kaminski, ich nehme Sie fest wegen des dringenden Verdachts, Ihre Frau ermordet zu haben. Steigen Sie bitte aus. Sie doch richtig? Das ist doch totaler Bullshit! Junge, mach dich nicht unglücklich. Dr. Lessing, sind Sie der Anwalt der Familie? Nein, aber seine Frau hatte einen Termin in meiner Kanzlei vereinbart. Ich hab's gerade erst erfahren. Kann der mitkommen? Nein, aber wenn Sie einen Anwalt brauchen, dann nehmen Sie doch den hier. Was ist passiert? Die haben Papa verhaftet. Die sagen, er hätte Mama umgebracht. Tun Sie doch irgendwas. Mein Vater ist unschuldig. So einfach ist es nicht. Ich habe kein Mandat. Meine Mutter hatte doch einen Termin bei Ihnen, also sind wir schon halb Ihr Anwalt. Darum sind Sie doch auch hier, oder? Alles sehr gut. Danke. Ja. Was machen Sie denn hier? Ihr Sohn hat mich verpflichtet.
Aber Sie können sich natürlich auch einen anderen Anwalt suchen. Und wie sieht es aus für mich? Das werden wir gleich sehen. Herr Köhler, wenn Sie einverstanden sind, müssten Sie mir bitte hier diese Vollmacht unterschreiben. Aha. Dann kann ich Ihr Mandat übernehmen. So, ich darf Ihnen den zuständigen Staatsanwalt für Ihren Fall vorstellen, Herr Wiese. Tag. Was soll das Ganze? Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie mit mir vorhaben. Auf was gründet sich denn die Festnahme meines Mandanten? Herr Kaminski. Die Leiche wurde um 22.17 Uhr entdeckt. Für den Mord gibt es ein Zeitfenster von einer knappen Stunde. Wieso? Weil Frau Köhler um 21.17 Uhr die Hotelbar verließ. Wie haben Sie Frau Köhler denn identifiziert? Das Auto stand vor dem Hotel heute Morgen. Der Portier hat uns informiert. Der Schlüssel lag auf dem Beifahrersitz. Und ich vermute, dass Sie ihn dort hingelegt haben, richtig? Ihre Festnahme gründet also auf Vermutungen. Dr. Lessing soll mich besser kennen. Hm? Zeig ihm mal was. Die Hotel-Tiefgarage wird mit Video überwacht. 21.15 Uhr. Ist das Ihr Auto, Herr Köhler? Also ja. Hätten wir es auch geklärt. So, 2 Minuten vergehen. Und in dieser Zeit fassen wir einen folgenschweren Entschluss, richtig? Jetzt, eine halbe Stunde später. Tja, also für mich ist das ein klarer Fall. Finde ich auch. Am Nachmittag habe ich einen Fahrgast zum Hotel gefahren und er hat mich gefragt, ob ich ihn um 8:45 in der Tiefgarage abholen kann. Als ich da war, habe ich dann gewartet und als er nicht kam, bin ich hochgegangen in die Lobby. Da war er aber auch nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Hm. Haben Sie eine halbe Stunde gewartet, ne? Sagen Sie mal, für wie bescheuert halten Sie uns eigentlich? Aber genau so ist es gewesen. Ja, nee, ist klar. Mich würde mal interessieren, was überhaupt das Motiv gewesen sein soll. Frau Köhler hatte beim Zimmerservice eine Flasche Champagner bestellt. 2 Gläser. Sie war vermutlich mit ihrem Liebhaber verabredet. Oh. Was haben Sie gestern erst herausgefunden? Das tut mir leid. Oder wie lange haben Sie davon gewusst? Herr Köhler, antworten Sie darauf nicht. Sie waren wütend, voller Hass. Das hat sie verrückt gemacht. Und gestern dann hat sie ihre Strafe gekriegt. Das ist absoluter Quatsch. Jetzt fangen Sie doch endlich an zu reden. Wer soll eigentlich dieser ominöse Liebhaber gewesen sein? Den finden wir schon. Und haben Sie Zeugen, die Herrn Köhler auf dem Hotelflur oder in dem Zimmer von Frau Köhler gesehen haben? Gemach, Alice, gemach. Haben Sie Fingerspuren auf der Tatwaffe? Ich stelle fest, Sie haben überhaupt nichts. Also ich muss sagen, ich sehe dem Termin beim Haftrichter mit Gelassenheit entgegen. Ja, ich auch. Herr Köhler, bleibt erstmal in Gewahrsam. Ich würde gerne mit meinem Mandanten unter 4 Augen sprechen. Ja, selbstverständlich, kein Problem. Ach, und grüßen Sie Herrn Matula recht herzlich von mir. Hm? Ja? Was soll denn das Ganze? Die haben doch gar keine Beweise. Vergessen Sie mal, was ich dem Staatsanwalt gesagt habe. Die Geschichte mit dem Video ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn die jetzt noch jemanden finden, der sie auf dem Hotelflur gesehen hat, dann... Ach, Sie glauben mir auch nicht. Was ich glaube, Herr Köhler, spielt keine Rolle. Ich will Sie hier rausbekommen. Aber ich möchte mir auch unliebsame Überraschungen ersparen. Könnte es denn möglich sein, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte? Ihre Frau hatte heute bei mir einen Termin. Wissen Sie, worum es dabei ging? Nee, keine Ahnung. Es muss sehr wichtig gewesen sein. Meine Sekretärin sagte, sie war sehr aufgeregt. Wissen Sie, wir hätten morgen Hochzeitstag gehabt. Sieht nicht gut aus für deinen Mandanten. Aber wenn es diesen Fahrgast gibt, dann finde ich ihn. Geschäftsmann, Anfang 50, dunkle Haare. Ist doch keine Beschreibung, ist eine Katastrophe. Aber mehr gibt's nicht. Na, dann wird es auch schwer. Ich weiß ja noch nicht mal, ob dieser ominöse Kunde Hotelgast war. Erzähl mir nichts von Problemen, komm mir lieber mit Lösung. Der Ehering lag im Handschuhfach Ihres Autos. Ich nehme mal an, dass der Mann, mit dem Sie im Hotel verabredet waren, nicht wissen sollte, dass sie verheiratet war. Also vielleicht doch ein Liebhaber. Der könnte auch der Täter gewesen sein. Was war sie denn vom Beruf? Investmentbankerin. Und er fährt Taxi?
die Firma übernommen? Das war ja so vorgesehen. Und vor einem Jahr musste ich dann Insolvenz anmelden, da konnte ich nichts machen. Und seitdem fahren Sie Taxi? Muss ja arbeiten, geht ja nicht anders. Entschuldigen Sie, wir haben heute Großkampftag. Aber was Ihre Geldanlage betrifft, bringe ich Sie natürlich sehr gerne mit einem unserer Investmentberater zusammen. Ach, wissen Sie was? Ich werde noch mal eine Nacht drüber schlafen. Man soll ja nichts übers Knie brechen. Ja, natürlich. Ich komme dann noch mal wieder. Wiedersehen, Herr Kleinbach. Auf Wiedersehen, Herr Lorenz. Sie hätten mir sagen sollen, dass Ihre Frau bei der Bank entlassen worden ist. Wer hat das gesagt? Vor einem halben Jahr schon. Das kann nicht sein. Doch. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein. Da hat doch jeden Monat Geld gefehlt. Nee, hat nicht. Sie ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Herr Köhler, Sie besitzen einen schwarzen Siegelring? Ja. Warum? Ein kleiner Splitter davon ist abgesprungen und ist am Tatort gefunden worden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nee. Ich trage den nie. So ein Familienerbstück. Von meinem Vater. Also, mein Vater ist vielleicht ein schwieriger Mensch, ja. Doch. Aber... Nee. Was kann ich für Sie tun? Schneider, ich hätte gern ein Zimmer für eine Nacht. Hm? Sie haben mich reserviert? Meine Sekretärin hat es verschlampt. Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie sind ausgebucht, schmeiße ich Sie raus. Das wird nicht nötig sein. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Mhm. Ich habe Leuten gehört, Sie haben hier ein kleines Entspannungsprogramm. Mir ist nach netter Gesellschaft. Zimmer 575 wäre wohl das Richtige für Sie. Sie haben die 573. Ist ein Hotel der kleinen Wege. Wie man sieht. Hallo. Ich habe das Zimmer nebenan. Ich bin Marielle. Komm doch rein. Du riechst gut. Wasser und Seife. Entspann dich einfach und sag mir, womit ich dich glücklich machen kann. Mit Informationen über Barbara. Wer sind Sie? Ich bin Herr Schneider. Und Sie? Frau Müller-Meyer-Schulze? Einen Moment. Frau Korpion. Danke. Wo können wir uns ungestört unterhalten? Wer war der Kunde, mit dem Barbara verabredet war? Das weiß ich nicht. Wirklich nicht. Die Frauen arbeiten auf eigene Rechnung, von mir kriegen sie das Zimmer und der Rest ist mir egal. Ich war die ganze Zeit an der Rezeption. Der Kollege hat mir von der Leiche erzählt und dann habe ich Babette, Barbara, gleich eingecheckt. Erzählen Sie das nicht mir, erzählen Sie das der Polizei. Bitte, kann das unter uns bleiben? Wenn Sie die ganze Zeit an der Rezeption waren, erinnern Sie sich an einen Taxifahrer, der einen Fahrgast gesucht hat? Der hier? Hm, nicht bei mir. Dann machen Sie sich mal bei Ihren Kollegen schlau. Mach ich. Ich werde Sie bei Gelegenheit vielleicht um einen Gefallen bitten. Danke. Ich hätte mir ja einiges vorstellen können, aber Prostituierte ist mir nicht in den Kopf gekommen. Die Frage ist, hat Ihr Mann davon gewusst? Als ich ihn auf die Entlassung seiner Frau angesprochen habe, war er total überrascht.
Das hat er auch nicht gespielt. Außerdem wäre morgen ihr Hochzeitstag gewesen und da hat er sich extra was Romantisches einfallen lassen. Was sagt er zu dem Siegel? Dass er ihn ewig nicht getragen hat. Altes Familienerbstück vom Vater. Was weißt du über den, über den Vater? Naja, der ist wohl so ein alter Patriarch. In Köllers geht der Dampfer unter und er dirigiert noch die Kapelle. Ich hab da was aufgeschnappt. Der Alte war gestern Abend unterwegs und keiner weiß wo. Vielleicht hat er herausgefunden, womit seine Schwiegertochter ihr Geld verdient. Das hätte ihn sicher schwer getroffen, so standesbewusst wie der ist. Er klaut den Ring, deponiert ihn später am Tatort und legt das Schmuckstück wieder zurück. Keine große Sache. Ich frage mich überhaupt, wie sie das organisiert hat. Hatte sie einen Zuhälter oder hat sie annonciert? Ihr ist nichts aufgefallen. Kein bisschen. Als sie gesagt hat, vielleicht ein andermal, da hatte sie diesen besonderen Blick. Da habe ich so gedacht, holla, da geht doch was. Tja. Schöne Frauen sind eben deine Achillesferse. Passiert mir nie wieder. Trinken wir jetzt einen Whisky oder nicht? Ich dachte, du fragst nie danach. Bitte zwei Single Malt. Ohne Eis. Ja, gerne. Barbaras ehemaliger Chef, dieser Kleinbord. Er hat das Leichenfoto in der Zeitung ganz genau gesehen, aber mir gegenüber hat er so getan, als hätte er keine Ahnung. Und er kennt auch das Hotel, er hatte von da so ein Streichholzbriefchen. Du meinst, der war einer ihrer Freier? Lass mich mal machen. Sehr zum Wohle. Danke. Dankeschön. Ja? Ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihre Frau als Prostituierte gearbeitet hat. In dem Hotel, in dem sie ermordet wurde. Wahrscheinlich war sie verzweifelt. Sie hatten Insolvenz angemeldet, ihr wurde der Job gekündigt. Vielleicht hat sie keinen anderen Ausweg gesehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, oder? Ich wäre mir nicht so schade gewesen, hätte auch irgendwo geputzt. War das ein Problem für Ihre Frau? Ja. Der soziale Abstieg, ja. Und für meinen Vater die Firma. War sein Ein und Alles. Und seitdem konnte ich ihm nichts mehr recht machen. Jetzt geht es um Sie. Und um Ihren Sohn. Hallo Jens. Wollen Sie Ihren Vater besuchen? Ja, wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Aber Sie brauchen dafür eine Erlaubnis. Ich kann das für Sie erledigen. Aber jetzt kommen Sie nicht rein. Dr. Lessing, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit? Ich brauche jemanden zum Reden. Natürlich. Kommen Sie mit, steigen Sie ein. Ich fahre Sie nach Hause. Aufwachen, ich bin's. Ruhig, Brauner. Ich war noch gar nicht im Bett. Lock dich mal ins Buchungsprogramm vom Grand Hotel ein. Ich muss wissen, wann genau und unter welchem Namen eine Frau gestern eingecheckt hat. Zimmer 700. Gib mir eine Stunde, okay? Die Polizei hat ja alles auf den Kopf gestellt. Beschissene Liebesbriefe haben die gesucht. Die glauben, meine Mutter hätte einen Liebhaber gehabt. Glauben Sie das auch? Meine Aufgabe ist es, nach Beweisen für die Unschuld Ihres Vaters zu suchen. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, dass Ihre Mutter ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte, von dem Ihr Vater aber nichts wusste. Das würde ihn entlasten. Sie hat sich in letzter Zeit ein bisschen mehr geschminkt als früher. Aber den Grund dafür kennen Sie nicht. Ihre Eltern hätten morgen Hochzeitstag gehabt. War da was geplant? Er hat einen Tisch bestellt. Nur für Sie und ihn in dem Lokal, wo Sie sich damals kennengelernt haben. Ich fand das ziemlich romantisch. Na bitte. Ihr war wichtig, dass ich mit den richtigen Jungs befreundet bin. Einmal waren wir in der Disco und dann haben meine Freunde bei der Taxizentrale angerufen und meinen Vater bestellt. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Wir waren beim Arzt und... Hallo. Ich war so ein Arschloch. Ich glaube, Ihr Vater ist stolz auf Sie. Na, da kann der Junge sicher was drauf einbilden. Ich muss los. Da ist eine Stelle auf dem Bau frei. Auf dem Bau? Jens! Du bist ein Köhler. Willst du enden wie dein Vater? Du hast doch überhaupt nichts gerafft.
Papa hat doch hier den ganzen Laden zusammengehalten. Und dann hat er deine Mutter umgebracht! Jens! Sagen dürfen, schon gar nicht vor dem Jungen. Ich sage nur die Wahrheit. Und ich brauche frische Luft. Gestern war doch angeblich dein Pokerabend. Was soll das heißen? Tja, Karl-Heinz hat dir angerufen und hat nach dir gefragt. Er wollte mit dir ein Bier trinken. Weil der Pokerabend ausgefallen war! Vorsicht! Wo hast du den her? Glaub mir, das willst du gar nicht wissen. Aber er gehört deinem Mandanten. Verdammt. Es kommt noch schlimmer. Ich habe mich mal schlau gemacht, wann genau unter welchem Namen sie eingeschickt hat. Und? Um 22.33 Uhr auf den Namen A. Müller aus Berlin. Sekunde mal, ihre Leiche wurde um 22.16 Uhr gefunden. Und Tote können nicht einschicken. Verstehst du das? Sie war eine Prostituierte. Wie bitte? Das ist ganz normal in Luxushotels. Irgendeiner vom Personal steckt mit den Damen unter einer Decke, besorgt ihnen leerstehendes Zimmer und kassiert den Zimmerpreis als Provision. Aber dazu bräuchte es dann jemand mit Generalchipkarte. Ja, zum Beispiel der Concierge, der den Check-in gemacht hat. Nachträglich. Entschuldigen Sie. Lorenz, mein Name. Ich möchte zu Frau Köhler. Herr Kleinbord, der Herr fragt nach Frau Köhler. Guten Tag, Kleinbord. Das ist in Ordnung. Wollen wir kurz in mein Büro? Auch nicht. Kommen Sie. Bitte. Danke. Herr Lorenz, worum geht es denn genau? Ich habe vor einiger Zeit Frau Köhler kennengelernt. Privat. Eine sehr sympathische Frau. Ja, und ich habe ein bisschen was zum Anlegen. Und da meinte sie, ich solle doch mal vorbeikommen. Ah ja. Ist sie nicht da? Frau Köhler ist bereits seit einem halben Jahr nicht mehr bei uns beschäftigt. Oh. Ja, Umstrukturierung war sicher nicht einfach für sie. Sie war eine sehr ehrgeizige Frau. Ich nehme doch an, sie lebt noch. Natürlich. Ich gehe davon aus. Entschuldigung, Herr Kleinmuth, haben Sie eine Minute? Aber für Sie doch immer. Moment. Schön ordentlich machen. Da. Hallo. Damit wird's richtig geil.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn dafür gelohnt? Ein Geheimnis. All inclusive, weißt du? Sein können. So, hallo Frau Köhler. Hallo Kai. Hallo Sven. Hi. Also, Sven. Du fahrt vorsichtig, ne? Ja. Du fängst ja früh an. Hallo Mama. Na, wir lassen es euch krachen. Wir gehen ins Blue Moon. Endlich mal wieder feiern. Ins Blue Moon? Ja? Mhm. Ja, dann übertreib's nicht, ja? Da sind sehr viele Leute, die uns kennen. Die Tasche passt total gut zu dir. Da habe ich mich total drüber gefreut. Mensch, ohne dich hätte ich doch nie so ein super Abitur. Ach, Fliesenleger bist du jetzt auch? Wer ist das? Weiß ich nicht. Köhler? Was soll denn das? Ich hab gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Sind Sie verrückt? Nur wenn Sie hier noch mal anrufen, wenn Sie es wagen, dann kriegen Sie richtig Ärger, ja? Hallo? Wer war denn das? Ein Werbeanruf. Ein Nummer 30. Barbara, Essen ist in 5 Minuten fertig. Oma, wir haben dir doch gesagt, du sollst nicht... Lass mal, ich mach das schon. Lass mich dir wenigstens helfen. Ist nicht nötig, Jens. Danke. Na, hattest du einen harten Tag? Hat Papa mitgebracht. Er meint, ich soll vor dem Studium erst mal die Welt entdecken. So ein Unsinn. Im Oktober fängt deine Business School an. Da musst du dich ranhalten. Den letzten beißen die Hunde. Warte, der Junge hat doch jetzt gerade sein Abitur bestanden. Jetzt lass ihn doch erst mal durchatmen. Durchatmen. Dein Großvater hat recht. Du bist früh dran mit dem Abitur, aber dein Vorsprung ist weg, wenn du das nächste Jahr vertrödelst. Das dachte ich, hatten wir geklärt. Jetzt stresst euch doch nicht so. Ich meine, Australien kann ja auch warten. In spätestens 2 Jahren habe ich meinen Bachelor und dann mache ich sofort Master. Zu klein? Für mich nur Salat, bitte. Ich muss gleich noch mal weg nach Mainz. Ein Großkunde hat zu einem Geschäftsessen eingeladen. Konnte ich nicht absagen. Was ist denn heute los mit dir? Also, du bist jetzt quasi jeden Abend weg, ja? Von nichts kommt nichts, Simon. Ja, Prost, ne? Kommst du wieder? Es kann spät werden. Eventuell übernachte ich bei Carla in Mainz. Sag mal, habe ich irgendwas verbrochen? Hast nicht noch was mit einem tieferen Ausschnitt? Spinnst du jetzt? Ich mache mich ein bisschen hübsch, und? Alles für den Großkunden, ja? Das Auge isst mit, sagt man ja so. Entspannt euch doch mal, es ist ja nicht auszuhalten. Du hast dich aber schick gemacht. Schick? Ich bin rattenscharf. Das stimmt. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß, aber übertreib's nicht. Ja, ja.
Warten Sie auf jemanden? Dann machen Sie bitte die Vorfahrt frei. Thank you.